das mit anschließender Glockenweihe und Segnung unseres neu renovierten Pfarrsaals unserer Kirche. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich. Besonders begrüßen darf ich unsere Ehrengäste. Ich freue mich vor allem, dass Herr Domkapitular Dr. Helmut Gabel zu uns gekommen ist und uns die Glockenweihe wie auch die Pfarrsaalsegnung vornehmen wird. Als Leiter der Referate Liturgie und Kirchenmusik in unserer Diözese ist er von unserem Bischof Friedhelm gebeten worden, die Vertretung zu übernehmen. Zugleich freue ich mich, Herrn Pfarrer Alfons Juncker begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, er ist unter uns. Wir hätten erwartet, dass er auch mitzelebriert. Er war Pfarrer in Sulzfeld gewesen zwischen 1976 und 1990 und war dadurch auch Pfarrer von Maxstedt. Begrüßen darf ich auch Herrn Pfarrer Peter Stier von der Evangelischen Kirche und ich freue mich auch, seine Gattin Frau Christine Stier zu begrüßen. Sie spielt für uns heute festlich die Orgel. Viel Hilfe. Mit Ihnen beiden begrüßen darf ich auch noch einen Pfarrer aus Brasilien, Herrn Pfarrer Fantelei Kloß. Viel Hilfe kam uns und auch Rat und Tat aus dem evangelischen Pfarrhaus. Auf Vermittlung von Herrn Pfarrer Stier lernten wir auch Herrn Pfarrer Günther Nickel kennen aus Mur am See, der die Aufschriften, die Bilder und Verzierungen für unsere Glocken erstellt hat und gestaltet hat und so zu ihrer Schönheit und ihrer Einzigartigkeit sehr stark beigetragen hat. Begrüßen darf ich auch, ich habe jetzt schon begrüßt, Herrn Pfarrer Fantelei, da zeitgleich der 8. Evangelische Kirchentag Unterfranken in Kastel stattfindet, hat Frau Landrätin Tamara Bischof sich entschuldigt und versprochen, dass sie ihren Stellvertreter, Herrn Landrat Paul Streng, nach Maxstedt schicken wird. Und er ist gekommen und ich darf Sie ganz herzlich in unserer Mitte begrüßen. Als nächstes darf ich unseren Bürgermeister begrüßen, Herrn Thomas Reichert, mit Gattin. Genau. Und alle Stadträte, wie auch alle Vertreter und Fahnenabordnungen der Vereine, die unserer Einladung gefolgt sind. Unter den Ehrengästen begrüße ich auch Frau Katja Mark-Engert, die Glockensachverständige. Ich suche nach ihr genau. Sie hat vom bischöflichen Ordinariat aus uns begleitet, war auch mit bei der Weihe der Glocken, bei der Gießerei Bachert in Karlsruhe damals. Und sie war die Erste, die uns in einer E-Mail mitgeteilt hat, dass sie auch wirklich gut gelungen sind und dass wir uns an ihrem Dank bestimmt freuen werden. Begrüßen darf ich auch unseren Architekten, Herrn Florian Bayer und alle Vertreter der Baufirmen, die Vertreter der Presse, Herrn Robert Haas und alle Gäste aus Wackbreit und Sulzfeld, aus Oberbreit, Segnitz, Martinsheim und von wo immer sie zu uns gekommen sind. Aus Ochsenfurt habe ich auch Gäste gesehen. Ich begrüße auch alle, die in den vergangenen Monaten und Wochen einen teilweise recht hohen Beitrag geleistet haben. Alle Spender, alle, aber auch die nun mitwirken bei der Mitgestaltung dieses heutigen Tages und dieses christlichen Gottesdienstes. Frau Monika Jakob, unsere Kirchenpflegerin, Frau Ella Seitz, der Heinrich Grötsch und alle anderen Mitglieder der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderates und ihre Helferinnen und Helfer, besonders auch unsere Nachbarn, die Familie Wolf, in deren Scheune unsere Glocken Unterschlupf gefunden haben in den letzten Tagen und auch ihren feierlichen und festlichen Schmuck erhalten haben. Mit Herrn Diakon Jamata, unsere Gemeindereferentin Frau Erika Gerspitzer und Frau Ursula Ihrenfeld vom Pfarrbüro freuen wir uns, dass auch
unsere Marktleiter Musikanten, mit Herrn Philipp Wendt gekommen sind und schon auf den Weg hierher der Einholung so wunderbar wieder begleitet haben. Ich freue mich, dass so viele Ministranten dabei sind und so lasst uns nun mit Freude einstimmen in unseren Gottesdienst. Wir singen unser erstes Lied auf dem Liedblatt. Erde singen, das ist Dinge. Glocken hängt man nicht im Keller,
sondern hoch oben in den Turm und möglichst weit zu rufen kommt und seid bereit, dem Herrn zu begegnen. Vergesst nicht, Gott liebt euch. Von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden. Und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Eine Stimme sagt, verkünde. Ich fragte, was soll ich verkünden? Alles Sterbliche ist wie das Gras. Und all seine Schönheit
ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber weht. Wahrhaftig, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht. Sag den Städten in Juda, seht, da ist euer Gott. Seht, Gott der Herr kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit. Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide. Er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm. Die Mutterschafe führt er behutsam. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lob ihn für seine großen Taten. Lob ihn für seine gewaltige Größe. Lob ihn mit
mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und in alle Zeit. So spricht der Herr: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Schwestern und Brüder. Es war ihnen in Marktstädt ein großes Anliegen, Glocken in ihrem Kirchturm zu haben. Da sie in so kurzer Zeit genügend Spenden zu diesem Zweck zusammenbekommen haben, das zeigt, wie wichtig ihnen diese Glocken sind, die heute geweiht werden. Sie sind ihnen wichtig,
obwohl sie eigentlich nüchtern ökonomisch und nüchtern funktional betrachtet gar keinen großen praktischen Nutzen haben. Jeder Mensch hat heutzutage eine Uhr, er weiß, wann Mittag ist, er weiß, wann 6 Uhr morgens und 6 Uhr abends ist, er weiß, wann es Zeit ist, zur Kirche zu gehen, auch ohne Glockenläuten. Und bei Feueralarm oder Katastrophenalarm braucht man heute auch keine Glocken mehr, man hat eine Sirene. Und dennoch sagen sie, uns sind diese Glocken wichtig. Das ist nicht selbstverständlich. Ich kenne auch Gemeinden, wo Leute schon Prozesse geführt haben gegen die Kirchengemeinde, weil sie sich von den Glocken gestört fühlen. Manches ist mir nachvollziehbar. Ich kenne Schichtarbeiter, die sich ganz schwer tun, sich immer an den neuen Schlafrhythmus zu gewöhnen und für die dann Glocken eine große Störung sind. Ich kenne Leute, die an Schlaflosigkeit leiden und die sagen, es ist ganz schlimm, wenn die Glocke jede Viertelstunde schlägt und ich wieder merke, dass ich immer noch nicht einschlafen kann. Aber ich finde es andererseits schon merkwürdig, dass wir andere Belästigungen, die unsere Umgebung mit sich bringt, ganz selbstverständlich hinnehmen. Belästigungen, die unsere Industriegesellschaft und unsere Freizeitindustrie mit sich bringt, werden ganz selbstverständlich hingenommen. Wer in einer Disco wohnt, der weiß, dass es da eben Motorradlärm gibt. Wer in Flughafennähe wohnt, der muss damit leben, dass Flugzeuge starten und landen. Etwas überspitzt gesagt, die Opfer, die unsere Leistungs- und Konsumgesellschaft fordert, die bringen wir ohne weiteres. Oder noch ein bisschen provokativer gesagt, den Götzen unserer Industrie- und Erlebnisgesellschaft opfern wir bereitwillig. Manche Menschen lassen sich von diesen Göttern sehr wohl belästigen, aber die Botschaft von dem einen Gott stört sie. Die Glocken, die uns an den einen wahren Gott erinnern, erscheinen manchen als Zumutung. Vielleicht deshalb, weil sie meinen, Religion ist Privatsache. In gewisser Weise ist Religion Privatsache. Glaube ist eine ganz persönliche Entscheidung. Glaube ist etwas Persönliches, eine bewusste individuelle Entscheidung, dass ich sage, ich glaube an den Gott, der in Jesus Mensch geworden ist. Eine Entscheidung, die uns kein anderer abnehmen kann. Aber dieser Glaube will in die Umwelt hineinwirken. Diese christliche Botschaft will die Welt prägen. Wir Christen sind berufen, so wie es gerade im Evangelium geheißen hat, Salz der Erde zu sein, Licht der Welt zu sein, dass in dieser Welt etwas aufleuchten kann von Gottes Liebe. Glaube ist nicht etwas, was im Herzenskämmerlein zu bleiben hat, was nur uns selbst gehört. Und unsere Glocken erinnern an diese Botschaft. Sie sagen uns, ihr Menschen, denkt daran, da ist ein Gott, der dich liebt, dessen Herz für dich schlägt, der dich in deinen Händen hält, im Leben und im Sterben, der dich nicht fallen lässt, selbst wenn du schuldig geworden bist. Und ich glaube, diese Botschaft wachzuhalten, das ist zugleich ein Dienst an unserer Gesellschaft. Es ist ein Dienst an unserer Welt, dass wir Christen diese Überzeugung wachhalten, Mensch, du bist mehr als nur Arbeitskraft. Du hast einen Wert, unabhängig davon, wie viel du leistest. Mensch, du bist mehr als ein Konsument, ein Adressat der Werbung, der Firmen, der Einrichtungen, die dir was verkaufen wollen. Du hast einen Wert, auch dann, wenn du arm bist und dir nichts leisten kannst. Du hast einen Wert, auch wenn du krank bist und wenn du nicht mehr genießen kannst. Und das in unsere Welt hineinzurufen, das ist unsere Aufgabe als Christen. Das ist ein Dienst an unserer Welt, in der Menschen oft reduziert werden auf das, was sie wirtschaftlich wert sind und was sie ökonomisch bringen. Das geschieht natürlich nicht in erster Linie
durch Glockenläuten. Das geschieht auch nicht durch Predigten. Das geschieht nicht durch schöne Worte in erster Linie, sondern diese Botschaft kommt rüber durch unser Verhalten im Alltag. Es kommt rüber durch die Art, wie wir mit Menschen umgehen. Zum Beispiel, indem wir auf Menschen zugehen, die krank sind. Indem wir Geduld haben mit alten Menschen. Indem wir den Flüchtling, den Menschen mit Behinderung, den Hartz-IV-Empfänger genauso achtungsvoll und genauso ehrfurchtsvoll behandeln wie den Professor, den Doktor, den Firmenchef oder unsere Freunde und unsere Familienangehörigen. Wenn wir das tun, dann können auch unsere Kirchengebäude, unsere Kirchtürme und unsere Glocken zu Hinweisen auf diese Botschaft werden. Dann können auch unsere Glocken hörbare Zeugen dieser Botschaft sein. Ich weiß nicht, welche Erinnerungen Sie persönlich mit Glockenklang verbinden. Ich möchte einfach zwei Dinge erzählen, die ich damit verbinde. Als Jugendlicher habe ich oft Orgel gespielt. Oftmals in der Frühmesse am Sonntag und dann anschließend bin ich rausgegangen in die Natur. Das war nämlich so schön, wenn dann so alles still war, wenig Autos unterwegs, wenig Menschen draußen unterwegs. Und dann habe ich von Ferne aus den benachbarten Dörfern immer wieder die Glocken läuten hören. Zeitlich versetzt, je nachdem, wann der Gottesdienst begonnen hat oder wann Wandlung war. Und für mich war das so etwas Friedliches und so etwas Erhabenes gleich. So eine Ahnung, da gibt es hinter all dem Getriebe unserer Welt etwas Größeres. Da gibt es einen großen Frieden, in dem das alles aufgehoben ist. Da gibt es einen Gott, in dem das alles zur Ruhe kommen kann und ausschwingen darf. Und ein zweites verbinde ich mit Glocken. Wenn untertags die Glocke eine Minute geläutet hat, dann wieder geschwiegen hat, nach kurzer Pause wieder und dann wieder Unterbrechung und dann nochmal ein drittes Mal, dann wusste ich, da ist jemand gestorben. Und wenn ich jemand begegnet bin, dann haben wir einander gefragt, wer ist das wohl, weißt du etwas? Mitten in der Geschäftigkeit des Alltags wurde ich daran erinnert, dass unser Leben begrenzt ist. Ich wurde erinnert an die Relativität all der Dinge, die ich tue. Ich wurde gemahnt, denk daran, es gibt noch etwas Größeres. Es gibt ein Ziel, auf das wir alle zugehen. Für mich hat das nichts Beängstigendes gehabt, eher etwas Befreiendes. Darin steckte die Botschaft, nimm das alles, was dich so im Alltag stresst, was dich ärgert, was dich kränkt, worin du dich manchmal verbeißt und verlierst, nimm das doch alles nicht ganz so wichtig. Schau auf die wesentlichen Dinge. Schau auf das, worauf es ankommt. Ja, das ist das Zeugnis, das wir Christen zu geben haben in unserer Welt. Das ist das Zeugnis, das wir nur gemeinsam geben können. Nicht im Gegensatz zwischen katholisch und evangelisch, sondern im Miteinander. In einem Miteinander, wie sich das heute so schön zeigt. Ich finde es so schön, dass auch die evangelische Kirchengemeinde heute teilnimmt an dieser unserer Feier. Thank you.
Jesus Christus, nach deiner Auferstehung hast du den Deinen gezeigt, dass du in ihrer Mitte bist, wenn sie sich in deinem Namen versammeln. Und hier steht heute deine Kirchengemeinde von Martstedt und ihren Wohltätern Gästen. Eine Gemeinschaft, die dankbar ist für das festliche Zusammenkommen am Tag der Heilige. Deinem Lose haben sie in deinem Altar versammelt. Sie wollen sich an dich erinnern lassen und dir begegnen. Sie wollen eine lebendige Kirche sein, eine Kirche für Große und Kleine. Darum bitten wir dich. Die Glocken laden uns zum Gottesdienst ein. Oft aber hören wir ihr Rufen. Herr, hilf uns wieder bewusst, die Einladung der Glocken anzunehmen. Auf unser Weg, geh mit uns, auf unser Weg, geh mit uns, auf unser Weg, geh mit uns, auf unser Weg.
begeistert von diesem Gotteshaus, das seit 5 Jahrzehnten von vielen von uns in Freude und Leid besucht, aber auch gepflegt und gepflegt wird. Mit unseren Bitten bei dieser Feier verbinden wir den Wunsch, dass es auch weiterhin im Herzen der Menschen die Sehnsucht danach wecke, gemeinsam in allen Sonn- und werktäglichen Gottesdiensten dich, unseren Herr, zu loben und zu preisen. Für Gaben
Lasse uns beten. Herr und Gott, nimm unsere Gaben an. Schenke uns durch deine Sakramente Kraft und Zuversicht und erhöre alle, die an heiliger Stätte zu dir beten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und deine Größe zu rühmen. In jedem Haus des Gebetes wohnst du als Spender der Gnade, als Geber alles Guten. Denn du erbaust uns zum Tempel des Heiligen Geistes, dessen Glanz im Leben der Gläubigen aufstrahlt. Im sichtbaren Bau erkennen wir das Bild deiner Kirche, die du zur Braut deines Sohnes erwähnt hast. Du heiligst sie Tag für Tag, bis du sie, unsere Mutter, in deine Herrlichkeit aufnimmst, mit der unzählbaren Schar ihrer Kinder. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit allen Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu teilen. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben. So nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
seines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Ludwig, dem Patron unserer Kirchengemeinde, dem heiligen Stephanus, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Friedhelm und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester, Ordensleute und Diakone, alle Männer und Frauen, Jugendliche und Kinder, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich auch aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir beten heute besonders für alle Wohltäter unserer Kirchengemeinde hier in Magstedt. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Gemeinschaft der Glaubenden müssen aufeinander abgestimmt sein,
damit wir in unserer Verschiedenheit miteinander Zeugnis geben können. Und so bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke dir und allen Menschen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Die Kommunion wird in sowohl vorne ausgeteilt werden, als auch im hinteren Drittel ausgeteilt werden. Da die Plätze sehr eng sind, hoffe ich trotzdem, dass es würdig und einigermaßen dann auch möglich wird.
lebendiger Gott, du hast uns in der Kirche auf Erden ein Abbild des himmlischen Jerusalem geschenkt. Mache uns durch diese heilige Kommunion zum Tempel deiner Gnade und lass uns dorthin gelangen, wo deine Herrlichkeit wohnt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich darf Sie jetzt bitten, nochmal Platz zu nehmen. An dieser Stelle einen Dank aussprechen. Zunächst danke ich den guten Reihen an Mitbürgern, bei diesem Gottesdienst, an den Erwachsenen und besonders auch euch, die Jugendlichen und Kinder, die beigetragen haben, dass dieser feierliche Gottesdienst so schön gelingen konnte. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Bürger und Frau Pabel, für die schönen Worte der Festpredigt. Und die sich nun anschließende Freude und Segnung aus unserer Pfarrgemeinde und der Präventigen Gemeinde des Geistlichen und Dienste, die hier und um unserer Kirche geleistet werden. So werden wir auch in Zukunft immer wieder Gelegenheit haben, Dankesworte auszusprechen und Ehre und Lust zu nehmen. Heute soll unser besonderer Dank und unsere Segnungswünsche einer Frau geben, die eine sehr lange Zeit in unserer Kirche tätig war und es gewiss auch, wenn auch vielleicht etwas zurücknehmender Form und Art und Weise bleiben wird. Frau Stadelmeier, ich darf Sie bitten, kurz nach vorne zu kommen. Und zugleich bitte ich unsere Kinder um die Aufgabe, hier in den Untergrund und Auszeichnung dieses Lebens. Darf ich Ihnen ganz herzlich danken für all das, was Sie im Laufe von Jahrzehnten eingebracht haben ins Gemeindeleben hier in Marktstedt. Unser Bischof hat hier eine Dankurkunde unterzeichnet. Da steht, Sie haben sich um die Diözese Würzburg verdient gemacht. Hierfür möchte ich Ihnen von Herzen danken. Als Zeichen dieses Dankes und meiner Segenswünsche verleihe ich Ihnen die Ehrennadel des Bistums Würzburg. Friedhelm, Bischof von Würzburg. Stadelmeier geleistet hat, all die 30 Jahre, seit sie diesen Dienst tut, hier bei uns als Küsterin, als Mitglied des Pfarrgemeinderats, der Kirchenverwaltung in so manch anderen Bereichen, natürlich zusammen mit ihrer Familie, das wissen wir alle, das brauchen wir gar nicht sehr lange aufzulisten. Nochmal ganz herzlichen Dank, Frau Stadelmeier, für das. Ja. Wir immer wieder noch Gelegenheit finden werden,
Leute aus unserer Gemeinde zu ehren bei den nächsten Möglichkeiten, die sich uns erschließen werden, jetzt gerade auch dadurch, dass wir neben den Glocken auch ein Pfarrheim haben, in dem man sich immer wieder auch erinnern kann zu so manchen Anlässen. Bevor wir diesen Gottesdienst mit dem Segen schließen, soll nun als nächstes der renovierte und behindertengerecht zugängliche Pfarrsaal, die neu eingerichtete Küche und der Konferenzraum im Glockenturm gesegnet und ihrer Bestimmung übergeben werden. Dazu darf ich wieder unseren Domkapitular bitten, die Segenswort zu sprechen über das Pfarrheim, das wir dann anschließend, das sage ich dann anschließend, wie das gedacht ist mit dem Beirat und dem Beirat. An der Stelle segnen wir unser Pfarrheim, das sich unter uns befindet und das wir nachher alle nochmal einsehen werden. Lass uns beten. Herr, unser Gott, am heutigen Tag haben wir allen Grund, dir zu danken. Der renovierte Pfarrsaal und seine Nebenräume, die heute ihre Bestimmung übergeben werden, sollen helfen, deinen Auftrag zu erfüllen. Sie sollen für Jung und Alt eine Stätte des Glaubens, der Gemeinschaft und der Freude sein. Gib ihnen deinen Segen und hilf, dass alles, was in ihnen geschieht, dem geistlichen Wachstum deiner Gemeinde dient. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, vielen Dank. Nach dem Schlusslied sind nun alle eingeladen, sich dem liturgischen Dienst, sprich den Ministranten und auch den Zelebranten anzuschließen. Bis wir durch die Räume des Pfarrheimes hier unten gehen, um diese mit Weihwasser und mit Weihrauch einzusegnen, sind alle gebeten, sich vor der Kirche nahe bei unseren Glocken einzufinden, nach der Weihe und nach den anschließenden Grußworten, zu denen ich dann einladen werde, am Ort der Glocken, sind alle zum Mittagessen eingeladen und später auch zu Kaffee und Kuchen, begleitet von den Markleiter Musikanten zu einem fröhlichen und gelingenden Beisammensein. Um 16.30 Uhr wird unser Fest mit einer Dankandacht hier in der Kirche dann abgeschlossen werden. Ich hoffe, dass das Wetter mit uns hält, dass wir hinausgehen dürfen und lade ein, dass wir uns segnen lassen und dann mit dem Schlusslied ausziehen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Wir segnen euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden. Halleluja. Halleluja. Jetzt singen wir, O himmlische Frau Königin.